Mein Name ist Philipp Zankelmeier, ich bin seit 2010 in Vilsbiburg, bin verheiratet und habe zwei kleine Kinder im Alter von 2 und 4 Jahren. Das Schöne an Vilsbiburg ist der Stadtplatz, wo man gerne mal flanieren kann, auch mit seinen Kindern Eis genießen kann an den heißen Sommertagen. Genauso wie im Freibad zum Beispiel, wo immer was geboten ist. Speziell für meine Kinder ist da wirklich ein tolles Angebot vorhanden. Mein Name ist Andrea Lüchting. Ich bin seit fast genau 4 Jahren hier in Vilsbiburg. Bevor ich nach Vilsbiburg gekommen bin, habe ich in Paderborn in Ostwestfalen gelebt. Ich muss zugeben, dass ich von Vilsbiburg vorher noch nie was gehört hatte und auch mal auf der Landkarte suchen musste, wo das überhaupt war. Aber als ich dann hier war, hat mir es gleich wirklich sehr gut gefallen. Die Landschaft ist wirklich wunderschön und ich mag das auch, so ein bisschen ländlicher zu wohnen und ein bisschen raus aus der Großstadt. Und mir gefällt besonders gut die Einkaufsstraße mit den vielen kleinen Cafés, wo man auch draußen sitzen kann. Es gibt auch viele Restaurants, wo man jetzt den Biergarten nutzen kann. Und es ist halt eine schöne bayerische Kleinstadt. Mein Name ist Thomas Oswald, bin 27 Jahre alt. Ich bin jetzt seit gutem Jahr in Vilsbiburg und bin eigentlich primär wegen der Arbeit hierher gezogen. Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch. Ich gehe gerne mal raus, packe mein Radl und vor allem vor den Berg. Und in Vilsbiburg bist du nur in der Natur. Ich gehe einmal gerne rund einen Laffer oder wenn es dann einmal ein schlechtes Wetter hat, dann schaue ich mal ins Fitnessstudio. Man kann aber auch zu viele Vereine gehen. Vilsbiburg hat Tennisvereine. Man hat einen Fußballverein, man hat einen Turnverein, man kann Basketball spielen. Das Bad ist ein Traum, das Freibad ist wirklich riesig für die kleine Stadt. Wir waren schon des Öfteren halt im Freibad und haben da halt Beachvolleyball gespielt und da hat sich jetzt im Nu halt eine riesen Gruppe gebildet, die sich regelmäßig am Donnerstag zum Beachen trifft. Ich bin sehr froh, dass in Vilsbiburg von der Kita bis zum Gymnasium alle Möglichkeiten in einem Umkreis von 1,5 Kilometer erreichbar sind. Also das ist, denke ich, ziemlich einzigartig für eine Stadt dieser Größe. Das heißt, man kann da auch zu Fuß hingehen und die Kinder dorthin bringen. Auch die Abholung ist ziemlich leicht. Die Stadt Vilsbiburg bemüht sich hier recht, die Natur den Kindern näher zu bringen. Also das heißt, es gibt Waldlehrpfade zum Beispiel oder man kann den Anglern ein bisschen zuschauen, sodass die Kinder also wirklich naturnah aufwachsen, was mir persönlich sehr wichtig ist. Zudem gibt es natürlich eine ausreichende Vielzahl an Spielplätzen, die alle sehr gepflegt sind. Also die Flughafennähe für mich von ungefähr einer Dreiviertelstunde ist ideal. Meine Familie wohnt nach wie vor in Paderborn und ich nutze natürlich häufig den Flug Paderborn-München, um auch meine Familie zu besuchen. Innerhalb von einer Stunde ist man fast in Salzburg, in München, in Regensburg, in Rosenheim. Man hat hier die unmittelbare Nähe zu den Bergen. Ich bin begeisterter Skifahrer und nutze natürlich im Winter jedes Wochenende, um auf die Bretter zu steigen. Und jetzt an den Wochenenden im Sommer fahren wir immer an die Badeseen hier. Ja gut, also ich habe zuvor meine Masterarbeit in München geschrieben, also von dem her, da habe ich 9 Quadratmeter gehabt und habe trotzdem noch hunderte von Euro gezahlt. Ich kenne die Landshuter Preise irgendwo, von dem her sind die Vilsbiburger Preise wirklich in Ordnung. Also das war für mich mitunter schon ein Grund, nach Vilsbiburg zu ziehen. Ich habe mich an einen Immobilienmakler gewandt und hatte dann innerhalb von einer Woche die perfekte Wohnung eigentlich für mich. Jetzt wohnen wir in einer Doppelhaushälfte, was ziemlich perfekt für meine Frau und die Kinder ist, wo wir ausreichend Platz haben. Das schätze ich an Vilsbiburg, dass man hier zu vernünftigen Preisen so tolle Wohnungsangebote eigentlich bekommt. Man muss auch ein bisschen danach suchen, aber die Leute hier sind sehr freundlich, hilfsbereit und ich bin hier auf ein sehr kollegiales Umfeld getroffen.